Das ist natürlich praktisch, wenn man seine Übungen einfach mittels Videoanleitung von zu Hause aus machen kann. Aber wenn einem dabei niemand auf die Finger schaut, der sich auskennt, ist die Chance, dass man das richtig macht, eher gering. Deshalb jetzt das Beste aus zwei Welten vereint, und zwar in diesem Gerät, das den Therapeuten, die Therapeutin quasi ins Wohnzimmer holt und eben nicht versucht, ihn durch eine App zu ersetzen. Im Gegenteil, hier eine kurze Zusammenfassung, was das Ding kann und was das für Patientinnen und Behandelnde bedeutet. Prinzipiell lässt sich mit dem Gerät Telemedizin in vielen Bereichen betreiben, Logopädie, Demenzprävention, psychische Betreuung und so weiter. Aber um konkret zu bleiben, nehmen wir als Beispiel jetzt mal Physiotherapie. Am Anfang einer Behandlung müssen die Patientinnen und Patienten natürlich erstmals vor Ort mit einem Therapeuten die Übungen erlernen. Aber wenn diese Grundlagen dann einmal vorhanden sind, dann ist der Aufwand für jede Nachkontrolle und minimale Anpassungen jedes Mal vor Ort sein zu müssen, verhältnismäßig groß. Trotzdem muss einem natürlich weiterhin jemand auf die Finger schauen, Anpassungen vornehmen, und das ist der Punkt, ab dem das Telemedizingerät ungeheuer hilfreich ist, weil es diese länger andauernde Nachbehandlungsphase für alle einfacher macht. Und das schaut in etwa so aus. Sagen wir, ich wäre jetzt der Patient. Ich logge mich in meinen Account ein und da sehe ich eine Auflistung von allen Übungen, die ich heute durchführen soll. Und zwar mitsamt einer Beschreibung und auch mitsamt einer Videoanleitung. Die kann ich mir vorab ansehen, die kann ich mir auch ansehen, während ich die Übung durchführe. Und die eingebaute Kamera zeichnet mich bei der Durchführung auf. Und das kann sich dann mein Therapeut, meine Therapeutin anschauen und mir bis zur nächsten Session Feedback geben. Ich kann danach angeben, wie schwierig die Übung für mich war, ob Schmerzen vorhanden waren, und dementsprechend kann der Therapeut, die Therapeutin die Übung dann anpassen. Für den genaueren Austausch gibt es einen Chat, aber wem das lieber ist, der kann auch Sprachnachrichten schicken oder komplett oldschool ein Live-Gespräch führen. Und das ist eben das Alleinstellungsmerkmal von dem Ding. Es versucht eben nicht, den Therapeuten durch eine App zu ersetzen, sondern im Gegenteil den Kontakt zwischen Patient und Therapeuten einfacher zu gestalten. Und zwar so, dass man nicht für jede Nachbehandlung, für jede Kontrolle extra wohin fahren muss und trotzdem volles Feedback bekommt. Das ist hilfreich für beide Seiten. Deshalb hier drei Vorteile für die Patienten und drei Vorteile für die Therapeuten. Wir starten mit dem Patienten. Wenn ich gerade im LKW sitze oder Urlaub auf Mallorca mache, ist das trotzdem kein Grund, meine Therapie zu unterbrechen, weil es dem Gerät völlig wurscht ist, wo ich meine Übungen mache. Das heißt, ich bin zeitlich und geografisch vollkommen unabhängig und habe trotzdem immer die Gewissheit, dass der Therapeut für mich da ist. Das Ding ist deppensicher. Wer möchte, kann natürlich sein eigenes Smartphone oder Tablet nutzen, muss man nur die entsprechende App installieren, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich ein komplett startklares Gerät mit nach Hause zu nehmen. Da muss man keinerlei Software installieren, man muss sich nicht einmal ins WLAN einloggen, weil das Gerät eine SIM-Karte eingebaut hat, also sein eigenes Internet quasi mitbringt. Man muss es nur hinstellen und einschalten und alle heiligen Zeiten mal aufladen. Aber der mit Abstand bedeutendste Punkt ist vermutlich dieser. Man hat eine Studie gemacht, in der man sich den Nachbehandlungserfolg angesehen hat. Und zwar abhängig davon, ob man die Nachbehandlungsübungen vor Ort beim Therapeuten macht, also von Angesicht zu Angesicht, oder ob man sie daheim im Wohnzimmer macht mit dem Gerät als Schnittstelle zum Therapeuten. Und man hat keine Unterschiede gefunden. Das bedeutet, ob ich meine Übungen jetzt daheim im Wohnzimmer mache und der Therapeut sieht mir übers Gerät zu, oder ob ich extra zum Therapeuten fahre und sie vor Ort mache, ist aus Sicht des Nachbehandlungserfolgs wurscht. Für Therapeutinnen und Therapeuten hat es natürlich auch große Vorteile, von denen viele streng genommen aber auch wieder Vorteile für Patienten sind. Aber hier mal drei davon. Man kann aus einem großen Katalog von fertigen Standardübungen auswählen, aber jeder Therapeut hat jederzeit die Möglichkeit, eigene Übungen ins System einzuspeisen. Das bedeutet, was auch immer die Therapie ist, die ich mit einem Patienten gerade mache, ich kann die Therapie auf diese Weise fortführen. Überhaupt können Kliniken alles in dieses System einspeisen, was für sie sinnvoll ist, zum Beispiel auch Richtung onkologische Nachbehandlung. Sollte der Therapeut mal ausfallen, hat die Person, die einspringt, leichtes Spiel, die Behandlung fortzuführen, weil der gesamte Therapieverlauf sauber dokumentiert einsehbar ist und man sofort erkennt, wo sich der Patient gesteigert hat und wo er eher Schwierigkeiten hat. Selbstverständlich alles datenschutzkonform.
Und nachdem sich die Rolle des Therapeuten dadurch nicht verändert, wird auch die Leistung genauso vergütet, wie wenn der Patient zu ihm kommen würde. Das bedeutet, die Anbieter werden an dem Gerät eingeschult und können sich danach jederzeit, wann immer es für sie passt, digital ins Wohnzimmer des Patienten beamen, ohne dadurch finanziell anders dazustehen, als wenn der Patient zu ihnen käme. Auch das ist ein entscheidender Unterschied zu automatisierten Therapie-Apps, die von der Kasse ja nicht erstattet werden. Wir fassen zusammen. Das Gerät macht beide Seiten flexibler, erspart Herumgereise und macht den Behandlungserfolg nachvollziehbarer. Und das ohne Abstriche bei der Betreuung oder Vergütung. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert und viel Spaß mit dem Gerät.